Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr vom Wind gerade vielleicht weggeweht werdet, aber ich bin ein großes Fan. Ich sehe hinter mir den Turm und bin hier zusammen mit Patrick Sturm, der steht da drüben und macht ein paar Bilder. Den kennt ihr vielleicht aus dem Fabio Schäfer seinen Videos. Genau, der hat mich gefragt, ob ich mal Bock habe, hier zu fahren. Bin ich heute mit ihm hier. Wir drehen die Runde, gehen glaube erstmal auf die eine Downhill-Strecke und aus dem Wind hier raus, weil das ist ja schlimm. Ich hoffe, ihr habt überhaupt was verstanden. Und ja, ich würde sagen, bis gleich auf dem Trail und euch viel Spaß. Let's go! So Leute, jetzt gucken wir mal, ob wir da First Try hochkommen. Ist ziemlich steil, ohne Hasentrag. Jau! Sehr geil. Also hier geht's los, Start. Und ja. Viel Spaß. Viel Spaß. Hui! Okay, da eine Strecke. War wieder mega dumm. Hin. Oh, ich sterb fast. Hey. Also das ist mega schwierig heute. Aber schon ziemlich geil hier eigentlich. So zum Fahren. Da kommt der Patrick. Jawohl! Sehr geil. So, nächstes Stück. Die Wurzel hat mich in Game gebracht, sonst wäre ich gegen den Baumstumpf gefahren. So, jetzt kommt da gleich so eine Hit. Oh, Wind. Oh mein Gott, ist der Wind krass. Naja, meine Lines sind on fire. Da kommt ein Sprung. Wind zerstört mich nicht. Okay. Alter, da kann man's. Viel Spaß. So, zweite Downhill-Strecke hier. Ja, starten wir mal rein. Ist gerade ein bisschen was angeguckt. Da kommt jetzt der Drop. Und gleich der Table und danach wird's scary. Genau hier. Oh, da ist einfach nix. Da fährt man einfach gegen eine Wand. Ah ja. Das ist sehr geil. Patrick? Ah, da ist Patrick. Sehr gut. Bin ich gerade in der Pfütze weggerutscht. Und meine Magura quietscht im Regen. Also da kommen so Sprünge auf der Strecke, die habe ich vorher mal kurz gefilmt. Fahre ich jetzt aber nicht, weil die mega schlecht geshaped sind und im Nassen auch ja, mega rutschig. Fahren wir da rein. Der Patrick steigt hinter mir. Ich weiß nicht, was da abgeht. Uah! Achtung, da ist nass. Was? Das da. Da kommt sie gar nicht rum. Ja. Also die Wurzeln sind schon mega rutschig, muss man sagen. Hui!
Ja, Wurzeln sind rutschig. Grad zeige ich es noch. Ja. Achtung! Oder Patrick hat gesagt, jetzt wird es ein bisschen steiler. Ah ja. Okay. Et Leo Kastrutan ist am Start. Viel Spaß. Ja. Ah ja. Jetzt richtig gefahren. Keine Ahnung. Und hier ist irgend so ein Baumstamm. Oh je. Also heute nicht mehr hier. Ah ja. Ja, das ist so. Genau so bin ich da auch drüber gefahren. Ich bin, weißt du, wo ich gelandet bin, da an der Seite. Vorderrad ist einfach, wenn du da rein bist, um den zu pumpen, keine Ahnung, geht gar nicht. Nee. Ah ja. Wow, flat. So, wir fahren hier so einen Natur-Enduro-Trail. Moment, Dämpfer zu, jetzt ist er aber offen. Mal gucken, wie lange die GoPro hält. Weil der Akku hat da gerade ziemlich wenig, ich fahr gegen Baum, ziemlich wenig Akku angezeigt. Patrick. Ja. So, neuer GoPro-Akku. Dann kann's weitergehen. Da kriegt man ja kein Speed. Ich habe versucht, schon so viele Wurzeln wie möglich zu umfahren oder zu überspringen, damit man hier bei Speed bleibt. Oh. Alles voll mit Pfützen. Die letzten Tage hat es wohl nicht nur bei mir daheim geregnet. Ich bin anstrengend, weil es flach ist. Ah ja, geile Anleger. Jo, da kann man wenigstens reinhalten. Ah, immer wieder. Die Pützen. Oh. Nein. Boah, wo lang? Was ist das? Ja. Alter. Puh. Oh. Anstrengend. Ja, das stimmt. Ah ja.
Dann kommt noch ein Sprung. Als ob! Ohne Scheiß! Hat gesagt, ja, die haben alle eine Landung. Und jetzt geht das so mega ins Flat. Was ist eigentlich hier los? Warte mal, ich film, ist das lustig. Geil. Oh! Nein! Nein! Fuß komplett nass! Nein! Moment, wenn man die GoPro anstatt einschaltet, ausschaltet. Oh! Was ist los? So, jetzt skinny. Jetzt ist der Fuß eh schon nass. Und jetzt wird's flach, hat er gesagt. Ja. Egal, du hast einen Pullbruch. Training für Willingen dieses Jahr. Und ab hier ist jetzt gesperrt. Okay. Jo Leute, wir sind jetzt wieder am Parkplatz angekommen, sind wieder zurück, sind gerade, lasst mich mal überlegen, zweimal Downhill-Strecke gefahren, einmal die eine und das zweite Mal die andere, zweite Abfahrt. Und dann noch so ein Enduro-Natur-Trail, den habt ihr auch ein kurzes Stück gesehen. Und jetzt zum Schluss noch den offiziellen Flow-Trail, den es hier gibt. Der ist auch mega cool, hat mir persönlich eigentlich fast am meisten Spaß gemacht, muss ich sagen. Der war zwar ziemlich flach, ziemlich anstrengend, aber ist gutes Training für die Saison, für die Rennen und so. Mal gucken, was ich da fahre dieses Jahr. Genau, es windet ziemlich und ist auch ziemlich nass, war ziemlich rutschig heute. Hat aber auf jeden Fall richtig Bock gemacht. Und genau, wenn es euch gefallen hat, dann schaut beim nächsten Mal auf jeden Fall wieder ein. Danke an Patrick, der mir die Trails gezeigt hat. Mega. Und genau. Richtig coole Aussicht hat man hier auch, muss ich sagen, wenn man da ein bisschen drauf steht. Ist echt cool hier, cooler Spot da oben am Feldberg. Aber ja, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dahin, ihr seht jetzt noch ein paar Shots und ich würde sagen, ciao.